Hallöchen, im heutigen Call of Duty Cold War Video sprechen wir ein klein wenig über das kommende Update für Call of Duty Cold War Multiplayer. Da werden nämlich hier Waffen gebufft und genervt, endlich mal nach 100 Tagen Wartezeit. Natürlich noch mit dabei wieder neue Karten, 3 Stück. Dann noch ein paar Änderungen für Playlisten, welche Waffenmodi noch reinkommen könnten. Und wir sprechen noch über Call of Duty World War II Vanguard. Wenn ihr darauf Bock habt, gerne dranbleiben und schaut auch gerne beim Schepperfeuer vorbei. Da habe ich heute hier mitgespielt in der Live-Übertragung von ihm und dachte mir, die Runde nehme ich mir mal für ein Live-Commentary und wir sprechen mal über die Neuigkeiten in Call of Duty. Natürlich, wir haben hier bei Call of Duty Cold War eine Menge überpowerte Waffen, monatelang schon drinnen, die wurden noch nie genervt, gebufft. Änderungen im Game hatten wir gefühlt gar keine drin und endlich mal haben wir gute Nachrichten. Nächste Woche Montag bekommt ihr eine vollständige Liste, welche Inhalte gebufft, genervt und welche Inhalte hinzugefügt oder halt Spielefehler behoben werden. Die vollständigen Patchnotes werde ich natürlich dann mit euch teilen. Und ja, hier haben wir eine kleine Tabelle bekommen mit Waffen, die dann auch gebufft und genervt werden. Welche genau gebufft und welche genau genervt werden, wurde noch nicht bestätigt, aber ich denke, wir können uns alle das auch schon denken. Na, die AKU, die SE-10 oder auch hier ein paar weitere Waffen, echt momentan überpowered. FFAR, die Feline natürlich total unterpowered im Multiplayer, in Warzone total übertrieben stark. Die werden wahrscheinlich dann auch getrennt nochmal gebufft, genervt, je nach Modi, je nach Spiel. Und ja, wir haben noch ein paar andere Neuigkeiten bekommen. Attachments werden nochmal verändert, weil viele Griffe, Mündungen, Schalldämpfer und ja, Läufe haben irgendwie die falschen Statistiken drin, bringen keine richtigen Vorteile oder haben eine Menge Spielefehler drin. Die werden nochmal überarbeitet und wir werden dann natürlich nochmal drüber berichten. Jo, dann noch eine andere Änderung. Viele Leute wollten Raketenwerfer auf Gold machen. Man macht wirklich nur Hitmarker mit den Dingern. Und ja, die Raketenwerfer könnten endlich mal gebufft werden. LMG-Buff wäre auch mit am Start oder halt eine Anpassung natürlich. Auch Sturmgewehre und MP, da werden die natürlich hier die Treffergenauigkeit, den Recoil der Waffen nochmal verändern. Und ich denke mal, das könnte echt gut werden. Weil endlich mal neue Waffen. Ich hoffe, keine neue Meta-Waffe, das wäre natürlich wieder ärgerlich. Und ja, bin mal drauf gespannt. Gerne mal reinkommentieren, eure Meinung. Was denkt ihr denn? Welche Waffen werden gebufft und welche werden genervt? Natürlich, Update könnt ihr erwarten am Donnerstag nächste Woche. Und am Montag erhalten wir nochmal die Neuigkeiten, welche Änderungen genau vorgenommen werden. Und ja, wir hätten noch mit dabei noch 3 neue Karten. Kolova, eine kleine Feuergefechtkarte, die halt irgendwie in eine Feuergefechtkarte umgebaut wurde. Dann hätten wir noch mit dabei, einmal hier, ja, Miami. Ihr kennt alle die Karte, ich glaube, keiner mag die Karte. Miami wird aber kleiner gemacht, tagsüber und auch mit Veränderungen auf der Karte. Bedeutet hier eine kleine, schnelle Variation für den normalen Multiplayer wird erscheinen. Und noch mit am Start wäre nochmal eine neue Karte Menschen. Die wird auch eventuell gut werden, aber auch wieder nur eine Feuergefechtkarte anscheinend. Und ja, die neuen Karten werden dann auch hier nächste Woche erscheinen. Und noch mit dabei wäre hier die Karte Sanatorium der Nacht. Die wird natürlich dann auch erscheinen für den Outbreak Mode. Wenn ihr Untote töten wollt, dann die perfekte Karte dafür, hoffe ich mal. Apropos Untote, wir bekommen natürlich hier für Verdansk momentan immer Stück für Stück mehr Untote rein. Wir gehen momentan in Richtung Bank. Und ja, dadurch wird hier das Nuke Event eingeleitet. Mehr Untote bedeutet hier mehr Gefahr auf der Karte und irgendwann dadurch wird dann die nukleare Bedrohung dann halt hier gestartet und dann bekommen wir halt eine neue Karte. Aber die Neuigkeiten kennt ihr alle schon. Wir haben natürlich hier noch weitere Ankündigungen, welche Inhalte reinkommen könnten. Nämlich hier Echelon, eine Karte, die auch schon ein paar Mal geleakt wurde. Dann hätten wir noch einen Baseballschläger, der wurde in den Daten gefunden. Die neue Sniper Rifle, worauf viele Leute warten, wird eventuell auch dann irgendwann reinkommen. Aber ich denke nicht nächste Woche. Aber wenn ich Neuigkeiten darüber habe, werde ich euch natürlich darüber berichten. Noch mit am Start hätten wir noch eine kleine Ankündigung, einen Leak bekommen, der eventuell stimmen könnte. Nämlich Call of Duty World War II Vanguard wird eventuell der nächste Titel werden. Und Call of Duty World War II Vanguard wird eventuell in der Zukunft irgendwie spielen oder in der Parallelwelt, wo der Weltkrieg noch immer weitergeführt wird. Laut einigen Daten in den 50er Jahren. Und in der Parallelwelt gewinnt anscheinend hier, ja, nicht Amerika. Stattdessen wird hier Deutschland immer Stück für Stück größer und gewinnt anscheinend den Krieg. Und dann spielt er halt in der alternativen Weltlinie weiter Call of Duty. Ich finde die Idee eigentlich relativ cool. Ich denke mir schon, das könnte eigentlich geil werden, aber ich bin der Meinung, wir brauchen bei Call of Duty ein bisschen Abwechslung. Ich würde mich mehr freuen über ein Jahr, keine Ahnung, futuristisch, danach wieder hier altmodisch, dann modern, dann irgendwie experimentell und dann halt immer Jahr für Jahr immer andere Titel mit anderen Settings. Würde ich mehr feiern, weil immer nur Kalter Krieg, World War II oder immer nur moderner Krieg finde ich irgendwie auf Dauer langweilig.
Neue Modi, neue Waffen, neue Karten, im Allgemeinen auch komplett neue Ideen werden natürlich mal angebracht für Call of Duty. Und ich denke mir mal, die Entwickler arbeiten bestimmt dran und ich denke, die haben einfach gerade nur Stress wegen Corona und Co. Könnte eventuell noch dauern hier mit neuen Updates und mit neuen Ankündigungen. Aber ja, Prop Hunt wird natürlich hier dann nächste Woche auch wieder reinkommen. Den Modi kennt ihr ja alle schon. Da kommen nochmal neue Karten rein, neue Requisiten, womit man sich verstecken kann. Aber ja, Waffenspiel, infiziert und auch einem Lauf wurden angekündigt. Wann die Modi reinkommen, wurde noch nicht bestätigt. Ich hoffe mal bald, weil einfach mal neue Modi oder komplett neue wie in Volta Tour wären echt mal cool. Eine Art Hotpoint gegen Untote. Naja, mal abwarten und geduldig Tee trinken. Natürlich, wenn ich Neuigkeiten über Call of Duty habe, mache ich noch ein Video, mache Beiträge darüber oder teile euch die Informationen über Twitter. Ihr könnt gerne vorbeischauen, ich teile da immer Neuigkeiten über Call of Duty. Natürlich, wenn ich noch weitere Informationen habe, werde ich natürlich noch ein Video drüber machen. Aber nur Kleinigkeiten wie, der Shadowhunter, der kann jetzt momentan freigeschalten werden. Oder hier die neue Eisdrachen-Variation von der Krieg. Die hat irgendwie einen Spielefehler drin, die Kleinigkeiten braucht man ja nicht erwähnen, finde ich. Aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dürft ihr immer gerne Fragen stellen. Natürlich, wenn ihr noch irgendwelche Ideen, Anmerkungen habt, gerne reinkommentieren. Und teilt mir gerne eure Meinung. Waffenpatch. Welche Waffen wollt ihr gerne gebufft und genervt haben? Oder natürlich eure Erweiterungen an Call of Duty Volta 2 Vanguard. Gerne reinkommentieren. Wenn ihr noch neu vorbeischaut, gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Und natürlich meinen Kanal teilen mit euren Freunden, wenn es euch gefällt. Würde mich freuen. Und an der Stelle, meine Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch über ein Like natürlich freuen. Und dann Leute, haut rein, goodbye. Bis zum nächsten Video.